kann heute hier Saufen kaufen. Da kann man Saufen kaufen. Jeder von euch kann das heute kaufen. Du hast mich doch letztens am Krankenhaus gebumst. Mach das so nach, mach das so Landgewinn. Geh hier raus, ich kenn die gar nicht. Mein Sohn bumst sich durch die ganze Stadt. Aussteigen. Becky, was machst du da? Oh ja, Norbert. Einmal Alge. Immer Alge. Hallo. Was hab ich denn an für ein Kack, Junge? Oh, mein T-Shirt gibt's nicht mehr. Wie sehe ich denn aus? Wie sehe ich aus? Was steht auf meinem Pullover? Hallo. Und da gehe ich jetzt auch hin, Junge, nach Polen. Hallöchen. Hä? Da ist ja meine Frau, Junge. Das kann doch nicht sein, dass du hier bist. Scheiße, ich bin doch im ADAC-Funk. Natürlich, ich bin immer hier. Dann geh raus. Das kann doch nicht sein, dass du hier bist. Komm. Was ist denn das für ein Maskenkasper hier? Jo, verdammt, man, ich bin Cookie, yo. Welchen Cookie, Junge? Wer ist das, Mann? Also, wer bin ich, Junge? Verdammt. Schatzi, hast du hier was anderes gemacht? Also, guck mal. Ja, also, lass uns eine Runde fahren, ich erklär's dir. Jungs, ich bin weg mit der Frau. Keine Ahnung, was die Frau gemacht hat, ich entschuldige mich. Wenn die irgendwas von euch versprochen habt, habt ihr Pech gehabt. Das ist meine. Hallo. Baudi, ich hab dich gesucht. Au! Was ist denn hier los? Papa! Hä? Das kann nicht sein, mein Junge, ich bin wieder da! Bats! Ich bin da, Junge! Norbert! Hi, Papa! Was ist denn hier los, Junge? Ich hab dich vermisst. Norbert, wer ist das? Ich war weg, Junge. Ich musste dringend wegfahren. Ich war 4 Wochen weg. Bist du jetzt wieder öfter da? Ja, ich war 4 Wochen weg. Denn in Holland bin ich Präsident von einem Mofa-Club. Mhm. Und die brauchten neue Jacken. Zeit. Und ich musste die Jacken helfen zusammenzunähen. Für unsere Uniform, unsere Gute. Und jetzt bin ich aber wieder da. Komm rein, Nobby, Junge. Verdammte Kacke, steig rein, Junge. Ja, will ich auch nehmen. Kann ich nicht. Kommst du wieder zurück ins Kinderheim? Hier. Nein, Papa. Kindes, was war denn hier los? Du bist ja nicht. Lass doch da, Papa, ich hab ein Haus gekauft. Verdammte Kacke, Junge. Dann gibst du gleich mal die Schlüssel. Hey! Mama, ganz langsam, ja. Alles. Was ist aus unserer Familie passiert? Wo sind die anderen? Mama hat mich entführt. Hier links. Ich bin jetzt bei uns zu Hause. Dein Haus ist mein Haus. Die Schlüssel abdrücken, Junge. Hast du gut gemacht. Das ist schon ziemlich runtergekommen. Nachdem wir das letzte Mal in eine so schöne Villa gebadet haben, Junge. Was ist das hier? Wir müssen dich gleich noch umziehen. Du ja, hoffentlich. Ein paar Löcher in deinem Ich will wieder meine Kleider von früher. Ich hab nichts anderes da. Herzlich willkommen bei den Van Alges. Verdammte Kacke, das hast du richtig gut gemacht, mein Junge. Ja. Das hast du wirklich toll gemacht. Was hast du hingelegt für diese Buße? 7 Millionen. Ja, aber das geht doch. Ja, das ist das Wohnzimmer. Verdammt super, Junge. Den guten Schrank vom Ikea, den jeder daheim hat. Auch bei uns im Holland. Ja, der Kallax. Ja, mit die verdammten Dinger drin. Haha, das habe ich auch in Holland gehabt. Schön gemacht. Und hier ist das Streaming-Setup. Das was? Streaming-Setup. Was ist das denn für ein Dreck, Junge? Wie, wieso? Du gehst nicht am Computer, das ist was für Blöde, Junge. Dass du wegkommst hier, Junge. Geh in das Zimmer. Du spinnst wohl. Streaming-Setup, Junge. Wo leben wir denn? Ab ins Kinderzimmer. Wunderbar. Hier bist du zu Hause. Wunderschön. Was haben wir denn hier? Was hast du denn hier für... Was sammelst du denn, mein Junge? Das ist das Spielzimmer. Und was hast du hier für Spielsachen? Mett, bisschen Gras und noch mehr Mett. Und das finde ich schön, Frau. Siehst du, da habe ich den Jungen richtig erzogen. Ja. Das sind die Waldorfschüler. Ja, natürlich. Mit Gras spielte. Ja. Mit Würmer. Mit Mates, was auch immer das ist, Junge. Victoria? Ja, viel passiert. Also du kannst Norbert mal fragen, was er gemacht hat. Ich weiß es nicht, blöd. Habt ihr keinen Kontakt gemacht? Ist ohne mich die Familie verbrochen oder was, Junge? Nobby! Ja, ich bin Norbert. Wie heißt das 12. Gebot? Morgens ein Joint und der Tag ist ein Freund. Richtig? Und das 13. 2 Gramm Mett vorm Bett. Und das 14. Jetzt kommt das Wichtige. Das habe ich vergessen. Du sollst deine Mutter ehren. Meine Mutter heißt aber nicht Ehren, sie heißt Tessa. Nee, so frech. Halt mich zurück, Frau. Hast du denn 4 Wochen deine Mutter nicht gekümmert? Das stimmt doch gar nicht. Stimmt es, Mutter? Also, wir hatten schon sehr wenig Kontakt, aber ich war bei 1-2 Aktionen auf jeden Fall dabei. Viele wollen halt mit Norbert abhängen. Aha. Ja, du bist ja auch cool. Ja, ich bin Norbert, das stimmt. Natürlich, du bist ja auch einer von uns, ist doch ganz klar. Und du hast natürlich auch den Behindertenbonus, ne Frau? Das erzählen wir ihm, wenn er erwachsen ist. Was, wie kommt denn jetzt rein hier? Wer ist das denn? Oh, hallo.
Becky ist gerade runtergefallen. Die sind noch gerade sauber. Einbreche! Ich bin kein Einbrecher. Das ist Kolja. Kenn ich nicht. Wer ist das denn? Ist das... Der Straßenmusiker. Seit wann hast du einen Lebensgefährten? Ja, ich hab's gerade gesehen. Bist du der Lebensgefährte von meinem Sohn? Nein, Becky, ich bin mit Becky hier. Becky ist gerade zu, sagen wir mal so, hat einen kleinen Kopfschmerzen bekommen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Nur so, hallo. Stress im Kopf. Alles hallo, Theo. Was ist hier passiert? Warum hast du die Arme hoch? Wer sind Sie denn, Junge? Ich bin Mahatma Baudi. Das kann doch nicht sein, Becky, Junge. Ich möchte dir jemanden vorstellen, und zwar diesen Herrn. Ja, warum nicht? Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Graf. Hey, das gibt's doch nicht, hallo! Ja. Wie geht's Ihnen? Ich habe schon einiges von Ihnen gehört. Ja. Elsa hat wirklich nur gut über Sie gesprochen. Oh, wie sieht Mir geht's super, Junge! Was denn? Ja. Ich muss schon sagen, also die Fliege steht Ihnen wirklich ausgezeichnet. Das ist schön, du bist auch nicht von schlechten Eltern. Dankeschön, Dankeschön. Das kann doch nicht sein, irgendwie kommst du mir so bekannt vor. Ich hab noch jemanden also, für dich. Also, ich weiß ja auch nicht, warum das immer alle sagen. Aber irgendwie höre ich das öfter. Mein Name ist Stefan Grab und ich bin der Neue in Dortmund. Das kann doch nicht sein! Ja, so neu ist er auch nicht mehr. Aber das habe ich schon mal gehört, das Lied, Junge. Du bist ein Entertainer-Gott. Ja, das war ich mal. Zumindest bis das mit dieser Stimme passiert ist. Und jetzt bist du runtergekommen, Vivi. Ja, genau. Was ist deine Arbeit hier bei uns im Land? Ich bin beim Titty-Twister-Moderator. Was ist denn der Titty-Twister, Junge? So ein kleiner Strip-Club, wo die Mädels ihre Vaginen zeigen. Was zeigen die? Gell? Also, ich glaube, im Duden ist das der Plural für Vaginesen. Also für, Sie wissen schon. Red doch Deutsch, das heißt Muschi, Junge! Verdammt! Junge, mit den Verdammten kannst du mal gleich mal angeweihen, dass du bei mir den Stock aus den Arsch ziehst, Junge! Was denn? Ja, also das habe ich zu der einen im Club letzt auch gesagt. Verrückte Mongo! Aber ich kann sie komplett verschwinden lassen, wenn sie verstehen, was ich meine. Ich bin wieder draußen. Oh, das... Das kenne ich doch auch, die Stimme. Das ist doch eine verflossen. Ich dachte, ist das du schlafen Ich möchte dir noch jemand vorstellen. Das ist Becky. Das ist hier Becky. Das ist doch meine Ex. Hier vorne, die Dame mit den roten Hier ist Becky. Sie telefoniert doch gerade. Sorry. Okay. Becky, ich bin wieder da. Stefan? Ja. Leg auf. Becky, Seite kommen. Komm auf die Seite. Frau mitkommen. Was ist denn los, Becky? Kennst du mich nicht wieder? Bin ich ein Fremder für dich? Natürlich erkenne ich dich wieder, Daddy. Du hast ja nicht mal Hallo gesagt. Natürlich habe ich Hallo gesagt, aber du hast zu viel gequasselt. Die Daddy-Nummer nicht von meiner Frau. Das weißt du, das ist unter uns. Was? Die Daddy-Nummer nicht von meiner Frau. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Was ist passiert hier, Becky? Na dann macht euer Spielchen mal weiter. Nein. Becky. Ich weiß auch nicht. Also nicht mal vernünftig Hallo gesagt, ich bin wieder da. Ich glaube, ich habe Mutti zu viel geärgert. Habt ihr Streit? Nein, wir haben nur ein bisschen gestichelt und ich glaube, beim letzten Mal habe ich ein bisschen zu viel gestichelt. Warum ist die ganze Familie zerbrochen? Ja, weil du so lange in Holland warst. Jetzt liegt's an mir, oder was? Was hast du eigentlich gemacht? Ich war beim Maufer-Club, das neue Kutten gebraucht hat. Ich bin der Präsident. Ach so. Die Kelp Angel. Ich spiele Gitarre, ja. Die Kelp Angel? Ja! Moment, ich muss... Die Maufverbande! Wow. 25 Kubik! Fahr hier hinterher! Yeah! Hey! Money, Maria! Sorry! Aus dieser Scheiße geworden ohne mich hier! Das Auto. Ich will erstmal ganz entspannt ankommen nach meiner langen Reise. Was hast du ohne mich gemacht? Die waren scheiße in der Stadt zu Tessa. Wey! Ja. Wer hat was gemacht? Was war passiert? Also, Marcel Harris kam um die Ecke und hat mich wie immer als Wanderpokal beziehungsweise noch schlimmer bezeichnet. Das stimmt ja auch. Theo, pass auf, was du sagst. Lass ihn doch keine Vorwürfe machen. Wir alle hatten unsere Vergangenheit. Ja, natürlich. Weiß das doch auch. Das ist doch nicht schlimm. Dennoch werde ich Unrecht so betitelt. Natürlich nicht. Hey! Was ist jetzt passiert? Da wäre ich fast Witwe gewesen. Oh, verdammt, mein Kind. Das hätte ihr nicht geschadet. Mama, du bist gefahren. Ach, du meinst, wie ich da hinweggekommen bin? Wie du da ja, mit dem Wurmloch. Das Wurmloch in unserem Haus. Deswegen haben wir auch keine Toilette da drin.
Verstehe gar nichts, Junge. Hauptsache keine Kakerlaken in der Bude. Das ist das Wichtigste. Das kann ich dir als Tipp mitgeben. Ja, kacken kann man auch. Lass doch Papa das Titty-Twister zeigen. Ich muss mich umziehen. Was ist denn mit dieser Titty-Twister genau? Was ist mit dem Olaf, sein Laden. Welcher Olaf? Ja, Olaf. Olaf Schaf. Ach so. Ein neuer Laden, ja? Ja, Titty-Twister. Ja, dann fahren wir nachher auf. Ich muss alles erfahren, was hier los ist überhaupt. Was war mit euch los in 4 Wochen? Nobby, warum seid ihr kein Paar mehr? Warum küsst ihr euch gar nicht mehr von mir mit Zunge? Lächeln, mein Schatz. Wir sind doch gar nicht. Ach, ihr seid nur zusammen. Gut. Ja. Wie geht's dir? Ist die Frau schwanger, Mama? Hast du es geschafft? Ich muss dir jemanden vorstellen. Verdammte Kacke, Junge. Oh, danke, mein Schatz. Wie, was verpasst oder was hier? Was ist denn das hier für ein Superhero? Mein Schwiegervater. Kennst du mich nicht? Hi, Katharina. Ich bin hier. Du siehst gut aus. Gracias. Schatz, wir haben einen Adoptivsohn. Kolja, es tut mir leid. Ah? Wer ist denn unser Adoptivsohn? Das Kind! Hey! Ja, ich weiß, aber Mama. Ich bin Baby Kratos. Wieso soll ich einfach rein und fährt los und ich muss mich einfach reinsetzen und fahren, weil ich Norbert unbedingt einsammeln. Schatz, komm mal hier. Weil der durchs Wurmloch. Hier, guck mal. Schatz, du kannst doch nicht einfach irgendwelche Kinder adoptieren. Also, jeder... Oh, ich tick hier noch komplett aus. Junge, komm mal hier. Ja, das ist Papa. Wie ist das Papa? Ganz wichtig, du bist jetzt mein Kind. Oberste Regel. Alles, was an Geld reinkommt, verwaltet Papa. Geld? Ich verdiene doch kein Geld bei. Barbie Krauto, Uhrensohn. Du verpflegst dich selber und 95% gehen an Papa. Wow, okay. Wie hat die dich denn abonniert, die Frau? Wie kommt es denn? Ich kann dir auch 95% von meiner Scheiße geben. Das soll unser Kind sein, ja? Ja, du hast auf die Leute hier zu belästigen, verdammte Scheiße. Hallo, wir haben auf die Uhr. Doch niemanden. Oh, hier ist wieder. Halt keine kleinen Kinder mehr hier draußen. Jo, ist wieder voll hier. Naja. Wer bist du denn, Habibi? Bist du der, von dem alle sprechen hier? Was sprechen denn die Leute? Dann sage ich dir, ob ich das bin oder nicht. Wieso? Naja, wie soll ich sagen? Bist du Norberts Papa? Wieso? Was wird über Norberts Papa denn so gesagt? Hey, ja, Norbert steht auf Papa, der Tür. Mama, weißt wie du auch, dass du einsteigst? Chef. Natürlich weiß sie das, dass ich hier bin. Sag mal so, du hast krass viel Scheiß hier gemacht. Was hab ich denn für Scheiße gemacht, bitte? Yeah. Weißt du, wo kann die Maria nicht sagen. Die steht da hinten in der Ecke. Ich hab überhaupt gar keine Scheiße gemacht. Ja. Ohne mich geht das hier alles unter, merkst du das nicht? Ich glaub, die schlafen wir. Verdammte Scheiße. Ja, dann musst du mal die Stadt aufräumen, Mama Nako eben. So, Junge, schmink dir das ab mit, du bist unser Kind. Das hat sich ab heute geändert, du bist es nicht mehr. Wieder schauen. Das Baby. Ich glaube, ich spinne, hier Frau fahre. Ich glaube, ich spinne, du kannst doch nicht die Kinder adoptieren. Ich habe das gleich mal rückgängig gemacht, Junge. Das ist nicht von uns, das Kind. Ja. Was ist denn hier los? Viel zu viel. Du stiftest hier ein bisschen Unruhe. Ich komme hier hin und jede quakt mich voll. Wir warten die Bob Marley da. Pass auf, mein Schatz. Wir machen jetzt eine kurze Ruhezeit. Ich mach Radio an, du kannst vollkommen in Ruhe ankommen. Okay, machen wir es so? Ja, das finde ich gut, Frau. Und dann erklärst du mir hier mal ein paar Dinge. Alles klar, aber dafür fahren wir ans Ende der Welt. Welche am Ende der Welt? Ich fahre mit dir überall hin, mein Schatz. Das ist richtig schön Massagesalon-Musik. Hier kommt Lester, Grant, beliebt bei den Fans. So scharf wie ein Messer, ja man Dortmund, den kennst. Roll den roten Teppich aus, denn Leute, ihr wisst, gerade eine kugelfeste Weste, hier kommt die feuerrote Bitch. Hier kommt Lester, Grant, beliebt bei den Fans. So scharf wie ein Messer, ja man Dortmund, den kennst. Arroganter geht es nicht, kommt Lester, wie der Männer blickt. Das ist ja über dich! Männern in die Kehle stehen. Männer, pass gut auf, Lester, Grant ist wieder drauf. Theo von Alge ist auch ein Teil von ihr, wie Mann und Frau. Das bin ich! Theo, achte besser auf die Frau. Ich meine Lester, sonst gehst du unter im Gewässer, Algen schwimmen im Wasser besser. Nicht wie ein Fisch im Ozean, doch deine Frau hat rotes Haar wie Feuerquallen. Eine Qual verbrenn dich nicht wie OG Clan. Heres Sosa, Ricky Van mit ihrem kleinen Sippy nah an deiner süßen. Das hat sie von mir mit seinem kleinen Dick! Ricky! Das kommt von mir! Das ist ja Wahnsinn, Schatz! Das ist der Wahnsinn, Schatz! Wunderbar! Was ist das? Mach Pause! Pause! Song anhalten!
Was für Kopfverdrehen von die Männer, dickst du sauber? Ja, ja. Was ist das denn jetzt hier mit dir? Was singt die denn? Jetzt mach mal ganz. Was singt die denn für ein Dreck? Ja, also dass ich vielleicht Rick den Kopf verdreht habe und in einer Zeit, wo du nicht da warst, vielleicht auch Breitenberg, weil ich eine Waffe gebraucht habe. Männer ist immer Plural. Mehrere. Und nicht nur zwei. Ja, aber ich meine, nur weil ich. Nur das weil ich den Kopf verdreht habe, heißt das ja nicht, dass ich was mit ihnen hatte, oder? Dann wunderst du dich, dass die Männer sagen, du bist ein Wanderteller. Oder was du sagst. Nur weil ich denen den Kopf verdreht habe, heißt es nicht, dass ich was mit denen hatte, oder? So hast du ohne mich einen anderen gehabt. Nein. Also da gab's vielleicht eine kleine Geschichte, aber das war nur. Warte, ich zeig's dir. Warte. Ich hab nochmal was Blaues für die Frau. Schatz, steh auf. Steh auf. Guck mal, warte doch mal. Ganz wichtig jetzt vor die Frau, dass steh die das nicht rein. Sieht, dass ich heule wegen dir. Blaues nicht die zeigen, dass ich heule wegen dir. Da scheiß ich doch drauf, dass du einen anderen gehabt hast. Meinst du, ich hab keine andere gehabt? Hä? Okay. Ich hab die alle geknallt in Holland. Okay. Die Käsefrau hinter der Theke. Das kann mich am Arsch lecken. Schnauze. Das kack ich doch drauf, Junge. Antje, Jennifer. Ach ja, wen noch? Helga. Hey! Und auch ein Manfred. Aus Versehen. Hör auf zu schießen, Frau! Beruhig dich jetzt, steck den Kolben weg, dann steck ich meinen Kolben rein. Okay. Also, ich kann dir versichern, meine Waffe ist länger als der Kolben, den du hast. Verdammte Kacke, und ich hab gar nichts. Ich komme hier an wie nichts und meine eigene Frau muss mir wieder eine Waffe am Kopf halten, Junge. Eine Schande, ich will auch noch irgendwo ein Mann sein. Ja, das kann ich verstehen. Ich hab wegen dir gerade geheult. Es tut mir leid. Mach das Lied wieder weiter von da, von die Stelle, dass ich alles höre, was die singt von dir. Von der Stelle funktioniert nicht. Also wir müssen das schon wieder von vorne anhören. Dann mach das nochmal an und ich gucke mir das nochmal an und stell dir dann danach die Frage. Alles klar, let's go. Gut, wir fahren weiter, ja? Wer singt das überhaupt? Meister Robber. Meister Robben? Wer ist das denn? Meister Robber. Also, singt er heute auch? Arjen von Robben. So ein guter Junge. Weiter. Schwierig. Hier kommt Lesser, Grant, beliebt bei den Fans. So scharf wie ein Messer, ja, man Dortmund, ihr kennt's. Roll den roten Teppich aus, denn Leute, ihr wisst, trag die kugelfeste Weste, hier kommt die feuerrote Bitch. Hier kommt Lesser, Grant, beliebt bei den Fans. So scharf wie ein Messer, ja, man Dortmund, ihr kennt's. Arroganter geht es nicht um Lesser, wie der Männer pflegt. Eingebildet, aber schickt den Männern in die Kehle steht. Männer, passt gut auf, Lesser, Grant ist wieder drauf. Theo von Alge ist auch ein Teil von ihr, wie Mann und Frau. Algen, Theo, achte besser auf die Frau. Ich meine Lesser, sonst gehst du. Die meint mich? Gewässer, Algen schwimmen im Wasser. Ja, klar. Alge, das bin ich! Ozean, doch deine Frau hat rotes Haar wie Feuerquallen. Eine Qual verbrenn dich nicht wie OG Clan. Heeres Sosa, Ricky waren mit ihrem kleinen Sippy nah an deiner süßen Tessa dran und haben sich dann ganz schnell verbrannt. Hier kommt Tessa, Grant, beliebt bei den Fans. So scharf wie ein Messer, ja, man Dortmund, ihr kennt's. Roll den roten Teppich aus, denn Leute, ihr wisst, trag die kugelfeste Weste, hier kommt die feuerrote Bitch. Hier kommt Tessa. Grant, beliebt bei den Fans. So, jetzt kommt die Kacke. Arroganz und ihrer Cleverness verdreht sie Köpfe aller Männer, weil sie clever ist. Eure Träume zerplatzen, also macht keine Faxen. Dann schießt Tessa euch ab wie die Würfelpackbratzen. OG-Clan, Oktogramm, Hide and Seek hinter nem Scheißnamen. Ausgebeutet ohne Plan, fragt ihr euch nicht, warum Tessa euch nahm. Eure Bildung ist ein Witz, mach nur auf Rambo, kleine Kids. Drei Haare am Besen, OG will fegen, Tessa verarscht damit, was ist gewesen. Heeres, Sosa, Ricky, lodern in der Hölle, hochgepokert, stottern jetzt und klein wie Yoda. Sie spielt ihr Spiel, ihr seid alle Game Over.
Hier kommt Tessa. Grimmt! Bei die Fans! Wie ein Messer, ja, mein Dortmund, ihr kennt's. Roll den roten Teppich aus, denn Leute, ihr wisst, tragen kugelfeste Weste, hier kommt die feuerrote Bitch. Hier kommt Tessa, grimmt! Beliebt bei die Fans! Schatz, das ist doch toll, dass du ein Lied hast. Hinter uns, zeig mal noch, ob du das noch kannst. Bremst den mal aus! Bam! Du bist mein Schatz, ich liebe dich! Grimmt! Beliebt bei die Fans! Yay! Du bist meine Frau! Schatz, das hast du wieder schön gemacht, das war wunderbar. Ich bin wieder da. Ich bin wieder ganz im Herzen bei dir, mein Schatz. Naja, ich hoffe diesmal mal länger und öfter und ja. Länger und öfter, das soll mein Motto sein, ja. Schatz, steigst du jetzt bitte wieder ein? Oh. Warte eine Sekunde. Schatz. So, was ist denn jetzt? Kalle arbeitet aktuell am Titty Twister. Ist gefühlt überhaupt nicht mehr für die Familie ansprechbar. Letztens hat er mich aus seinem Auto geworfen. So eine Schande, wir bringen ihn um. Alles klar. Wir räumen heute auf mit die Familie. Und was nichts ist, muss weg. Ja. Deine Mutter, glaube ich, war das, also die Omi, hat sich auch nicht mehr gemeldet. Wer? Diese Omi. Weißt du? Ja. Hat sich nicht mehr gemeldet. Die arbeitet übrigens jetzt auch im Titty Twister. Was war denn noch? Peggy ist auch noch so sporadisch mit mir unterwegs. Mandy eigentlich auch noch kaum. Und Norbert ruft meistens nur an, wenn er irgendwas braucht. Ja, wie gesagt, Kalle hat mich aus seinem Auto geworfen, hat irgendeinen Sohn adoptiert und arbeitet jetzt eigentlich nur noch im Titty Twister. Gib mir eine Waffe. Nein. Doch, wir werden uns rächen heute. Ich bin dein Mann. Schatz, bist ja, du gewachsen? Kannst du bitte auch die Schuhe ausziehen, die groß? Wie sieht das denn aus? Einen Moment, ich leg sie. Verdammte Kacke, dass das jemand so sieht. Genau nicht dafür, dass ich nur 1,60 bin. Zieh die Schuhe aus. Guck, dass du ein bisschen schrumpfst. Okay. Kennst du Tessa Grant? Beliebt bei den Fans. Beliebt bei den Fans, echt? Natürlich. Ja, natürlich. Meine Frau. Oh, schön, schön. Guck sie dir an, Junge. Kennst du noch damals den Spiel? Temp Raider. Das Licht, ja, das Licht. Ja, ja. Damn Raider, Junge. Die war früher im Dschungel mit zwei Waffen. Oh. Bam, bam, bam. Ciao. Wo ist die zweite Waffe hin? Guck dir das an, Junge. Oh. Sicher mit der Waffe, ja? Begegne uns lieber nicht mehr. Okay. Noch ein frecher Spruch und du bist tot. Wir töten dich hier einfach. Ich bleib jetzt ruhig. Okay, perfekt. Na komm, Theo. Knie gehen. Ach, der Theo. Theo, wie geht's dir? Was wir auf einmal... Ach, der Theo. Auf einmal kennst du mich oder was? Deine Frau hat doch gerade einen Namen gesagt. So. Aber woher kennst du? Weißt du, wie die Frauen sind, die denkt doch nicht mit. Junge, vergiss es einfach. Komm jetzt. Tschüss. Hast du gesehen, wie ich dich ankündige? Damn Raider, Junge. Ja, klar. Damn Raider, Junge. Lieber den Fans, natürlich. Bam, die stopft wie ein Tampon, Junge. Bam, bam. Also vielleicht habe ich Breitenberg geküsst, aber nur für die Waffe und für nichts mehr. Denk doch nicht richtig! Gar nicht wissen, wie viele Frauen du in Holland hattest, was du ja gerade schon erzählt hast. Also, Schatz. Nein. Marschlecken, die Alte. Kenn die gar nicht, Junge. Geht's in die Lok? Okay. Hallo, hier ist Theo. Ich hab eine Überraschung für dich. Was kostet die Überraschung? Was hat die gekostet? Dann entscheide ich. Schatz, die kostet gar nichts. Ich zeig's dir einfach. Komm zurück. Okay. Verdammte Kacke, warum bist du so ein verdammter Schaushund? Wo ist die denn jetzt? Wo war das denn? Oh, da. Upsala. Schatz, mach doch keine Show jetzt. Steh auf. Schatz, steh auf. Steh auf, aber so verhoogt! Oh, verdammte Kacke. Ich hab noch nie eins angerufen. Ich weiß gar nicht, wer mich anrufen. Komm! Kommt keiner. Ja, bitte? Ich bin's, Junge! Du Schnitz! Junge! Lebst du auch noch? Du Schnitz! Helf mich schnell! Auch noch, oder was? Ich hab Probleme jetzt, ich brauch Hilfe! Ja, wo bist du denn? Den Rest klären wir später, wenn ich dir einen die Schnauze haue. Wie? Was ist passiert?
Ich bin hier, die Frau liegt! Wie die Frau? Welche Frau? Ruf mal die Bullen! Ich hab die aus Versehen angefahren, nur meine eigene! Tessa! Ja? Ja, mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein! Die liegt hier! Ich hab doch die SMS geschickt, muss ich da irgendwas noch reinschreiben? Ja, du musst Dispatch einfach nur an die Dings schreiben. Ja, ja. Wo bist du denn gerade? Was heißt das Display? Mein Gott, wo bist du gerade? Sag mir, wo du bist, ich komm da hin. Am Berg! Was für ein Berg? Sieht aus mit Risse! Hör mal zu, du gehst in WhatsApp, ich leg jetzt auf, du gehst in WhatsApp rein und dann schickst du mir da einen Standort. Ah ja. Hier liegt sie! Da liegt sie, komm! Was hast du gemacht? Verdammte Kacke, stell keinen Frageruf an, Junge! Wer Fragen stellt, wird schlau. Wir müssen nicht alle schlau werden, Junge, mit deinem bunten Anzug. Der Casino öffnet seine Tür. Ich krieg Werbung im Kopf. Pass auf, dann lass. Man öffnet die Türe von die Casino. Eigentlich kommt das dann immer oben angezeigt. Komm, das macht auf. Komm, bis die kommen, können wir doch kurz gehen. Nein, wir müssen bei deiner Frau bleiben. Kannst du dir einfach gehen? Also, wir sind so schnell in einem Augenblick schon wieder zurück. Das geht gar nicht. Klar, in einem Wimpenschlag sind wir wieder da. Komm, Junge. Ja, komm. Also, wunderbar. Dann kommen wir gleich, dann holen wir die ab. Dann kann die sich nochmal frisch schminken. So top, Junge. Was machst du hier in Dortmund? Ja, ich bin hier, Junge. Ich versuche zwischen dem ganzen Chaos auch irgendwie zu überleben. Mit Erpressungen. Ich nehme mein eigenes Kind aus, was ich adoptiert habe, weil der ist ein guter Goldesel. Ich habe mir eine Frau angeleiert. Kann ich schön ein bisschen schnickseln. Schön. Was machst du hier? Ja, ein bisschen arbeiten, ne? Ein bisschen Fleischer, meine Brüder treffen. Komm, beeil dich nicht, dass die Alte aufwacht und wir sind nicht zurück. Schwarm ein bisschen zur Flottige, Junge. War schon 180, mehr geht nicht. Ein paar Mal auf die französische Roulette auf die Kessel hauen, komm, Junge. So, ich bin unterwegs, wo willst du? Die liegt da, wo? Guck dort. Hey, wo bist du? Ich bin kurz Kacker. Bist du an dem Punkt, weil ich bin gleich da. Nein, ich bin kurz weg, Kacker. Ich komm gleich. Wie, du bist kurz weg, Kaka. Wo bist du denn? Im Gebüsch. Du bist im Gebüsch, Kaka. An dem Ort, wo du mir markiert hast. Die liegt da. Guck danach. Ich komm gleich wieder. Durchfall. Wunderbar. Fahr, Junge.